Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Was ich neulich gesagt habe zum Thema Editing, wollte ich nochmal ganz kurz eine Sache dazu sagen. Und zwar geht es da natürlich um die Live-Videos. Wenn ich jetzt ein ganz gechilltes, nachkommentiertes Video mache, so wie das hier, dann ist es natürlich nicht so, dass jetzt hier krass viel geeditet wird. Zu den Gameplays im Hintergrund werde ich gleich kommen, warum es jetzt ausgerechnet gerade ein Black Ops 2 und dann gleich ein Black Ops 3 Gameplay wird. Ihr könnt ja ein bisschen darauf achten, welche Gameplays das sind. Vielleicht erkennt ihr sie ja wieder. Genau, ich wollte nochmal, bevor das Video losgeht, mich bei G2A bedanken. Wir sind jetzt in eine Partnerschaft gegangen. Dort findet ihr einfach immer die besten Angebote für Online-Artikel, für Games etc., für Keys etc. Mir ist im Schnitt gerade eben noch was aufgefallen. Und zwar mit dem Cashback-Code Scorpion spart ihr auch noch 3% bei euren Bestellungen bei G2A. Also G2A ist jetzt mein fester Partner. Schaut auch gerne mal dort vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr würdet mich dabei auch supporten. Und ja, wie gesagt, G2A ist mein frischer Partner. Genau. Leute, ganz kurz, bevor dieses Video anfängt, spürt ihr das? Spürt ihr das irgendwie gerade, dieses Gefühl, was da in weiter Ferne auf uns zukommt? Leute, die Gameplays im Hintergrund sind natürlich nicht irgendwelche. Wir haben hier von Zelos 1 das erste Gameplay. Ich habe ein paar im Kopf, die ich nehmen könnte. Ich glaube aber, ich würde das CTF gegen Team Montana Black nehmen. Und wir haben ein zweites Gameplay aus Zelos 2, eines der wohl schönsten Runden bei Zelos 2, wo 60.000 Live-Zuschauer dabei waren, wie Team Scorpion in die zweite Runde einzieht. Es war eine Runde Uplink auf der Map Fringe, in der auch unter anderem der legendäre Alley-Oop vorgefallen ist. Wer das noch weiß, muss jetzt mal ein Instant-Like reinsmashen. Und wer Zelos 1 noch kennt, schreibt in die Kommentare Hashtag Zelos 1. Und für die, die es nicht wissen, es ist jetzt so eine Art Zelos geplant. Zelos 3 warten wir ja seit 2016 drauf. Ich denke mal, das passiert nicht mehr. Aber die gleichen Organisatoren machen etwas Neues, und zwar Kronos. Was genau Kronos ist, weiß ich noch nicht. Ich wurde über Folgendes informiert. Marcel, bitte gib uns mal ein Team durch. Und es ist irgendwie der krasseste Schicksalsmoment aller Zeiten passiert. Ich erkläre euch jetzt mal welcher. COD Competitive war immer 4 gegen 4. Es gab da kein 5 gegen 5. Natürlich gab es verschiedene Modi, wo es auch mal 5 gegen 5 gab, aber auf richtig wichtigen Events ist es ganz normal und ganz verständlich immer 4 gegen 4 gewesen. Die Weltmeisterschaften, die Major Events, immer 4 gegen 4. Und jetzt ist etwas Krasses passiert, und zwar ist es 5 gegen 5. Also wer Zelos nicht mehr kennt, YouTuber-Teams treten gegeneinander an in Competitive-Spielmodi. Jetzt kommt ja der Arena-Modus auch endlich in Black Ops 4 rein, und dann ist die passende Trainingsfläche dann auch gegeben. Genau, es ist jetzt 5 gegen 5. Und ich weiß nicht, wer den Team Scorpion Struggle noch kennt. Es war so, das erste Zelos wurde das Team quasi zusammengewürfelt. Das heißt, da hatte ich keinen Einfluss. Das Team war letztendlich Panda, Haptic und Titus und ich halt. Wir vier waren Team Scorpion in Zelos 1, sind in einem legendären Halbfinale gegen Team Red ausgeschieden, wo wir quasi schon 3-0 hinten lagen, wo es komplett danach aussah, dass es das komplett war. Wir uns auf 3-1, 3-2, 3-3 rangekämpft haben. Und dann mehrere Chancen hatten, das letzte Suchen und Zerstören auf Meltdown für uns zu entscheiden. Was wir allerdings nicht geschafft haben. Und somit hat Team Red mit einem auch krassen Play von Royal und Red damals gewonnen gegen uns. Das war richtig krass. Und somit waren wir draußen. Bei Zelos 2 war das Ganze anders. Das Event wurde deutlich vergrößert. Und es gab einfach die Möglichkeiten, dass dort auch Competitive-Spieler mitspielen konnten. Und das wurde uns ein bisschen zum Verhängnis, weil ich habe trotzdem mit YouTube-Kollegen gespielt. Und zwar konnten wir das selber auswählen. Und zu der Zeit waren meine besten Zock-Kollegen einfach JJB und Sweezy. Das war sogar noch bevor Impact neu gegründet wurde. Das ist einfach jetzt, ich krieg Gänsehaut. Das ist einfach 3 Jahre her. 3 Jahre. Da habe ich auch viele Videos zugemacht zu Zelos 2. Legendäres erstes Match gegen Team 316. Geisteskrankes Match einfach. Wir haben dort in einem wirklich, wirklich spannenden Spiel gewonnen und sind dann im zweiten Spiel 3-0 geschlagen worden von, wie hießen die nochmal, 1UP, genau, die haben uns da besiegt. Auch krasse Sachen sind da passiert, wie zum Beispiel, dass Sweezy am nächsten Tag zu mir nach Hause gefahren ist und im Zug einen 1UP-Spieler, der uns am Abend davor noch rausgeschmissen hat, ich meine, die Chance ist 1 zu 80 Millionen in Deutschland, im Zug getroffen.
Digga, das muss man sich mal reinziehen. Also das ist ja krank. Das heißt, das war das erste Mal, dass wir ein Team selber wählen durften. Dann hieß es, Zelos 3 kommt. Zelos 3 sollte aber, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, auf LAN stattfinden. Und das gibt da verschiedene Regularien. Auf LAN darfst du nämlich nicht unter 18 sein, wenn du teilnimmst. Aber es gab einen Spieler, der 2016 noch nicht mal 16 war zu dem Zeitpunkt. Das ist Sweezy. Und Sweezy musste deswegen für Zelos 3 aus meinem Team rausgeworfen werden. Es ging nicht anders. Wir haben ihn natürlich gefragt, so, Digga, wir können es nicht machen, weil sonst können wir nicht antreten. Und wurde dann durch Raptor ersetzt. So, das heißt, für Zelos 3 war das eigentlich geplante Team JJB, Raptor, Solution und ich. Und jetzt, wie krass ist es bitte, welches Puzzle sich da gerade bildet? Es ist nämlich jetzt so, dass es 5 gegen 5 ist. Und somit war alles, was ich tun musste, um für Kronos bereit zu sein, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, für, also quasi die Zelos 3 WhatsApp-Gruppe und einfach nur Sweezy hinzuzufügen. Wie geil ist das bitte? Erstens ist er jetzt 18, aber mal davon abgesehen, wie krass ist es bitte, dass ich jetzt genau die 5, die jemals Team Scorpion waren, zumindest in der Zeit, als ich selber wählen durfte, können alle zusammen antreten und wir mussten keinen rausnehmen und wir haben ein richtig chilliges, cooles Team, mit dem ich hoffentlich ein bisschen Arena-Gameplays in nächster Zeit zeigen kann. Das heißt, wir sind voll bereit, Team Scorpion ist bereit für das Kronos-Projekt und einfach in so einer richtig, richtig geilen Kombination mit allen 5 am Start, da freue ich mich einfach extrem auf. Also wie gesagt, wenn ich diese Zelos 2 Zeit denke, ne? Ich bin so ein Mensch, ihr müsst das wissen. Ich weiß auch sonst nichts über Kronos, ne? Also nichts falsch verstehen. Ich kann euch noch nicht viele Informationen geben. Als Mensch bin ich so einer, wenn ich an die Vergangenheit denke, kriege ich so ein Kribbeln irgendwie hier in diesem Brustbereich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bekomme einfach ein Kribbeln. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass wir da einfach gesessen haben, Anfang 2016. Ich war gerade von meiner Ex-Freundin getrennt, habe in meinem Zimmer in Hameln gesessen, was auch richtig geil aussah zu der Zeit, und habe da einfach gegrindet mit den Jungs, uns abends verabredet, trainiert. So, dann habe ich die Hamelner Competitive-Spieler, Team Teig hießen die, also nicht Teig mit T-E-I-G, sondern T-I-K-E, durch Zufall getroffen, wo ich gerade voll im Competitive-Modus war. Dann war das auch mit der Fab E-Zeit, wo die sich aufgelöst haben. Zelos, ich sollte das Halbfinale dann bei Fab E mitspielen, ging dann aber trotzdem nicht. Dann sind die rausgeflogen, Halbfinale gegen Ersin und so. Und ach, das war einfach krass. Und ich habe mit COD Competitive einfach immer super viel Spaß gehabt. Und es war immer eine richtig geile Zeit. Und deswegen freue ich mich extrem. Und das motiviert mich auch direkt wieder voll für diesen Kanal Videos zu machen. Das ist einfach so, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf so. Das ist einfach geil. Und da freue ich mich extrem drauf. Und das ist einfach eine nice Sache. Oder was hatten wir da für Sachen? Der Abend, ich weiß noch, wir hatten, ihr könnt auf Scorpion Place nachschauen, das ist alles täglich dokumentiert. Wir hatten damals einfach, das war Black Ops 3 im Übrigen. Ich kriege richtig gerade so einen geilen Modus einfach. Wir hatten beispielsweise eine Zeit, wo Sweezy und ich immer als Duo Arena jeden Tag hochgeladen haben. Oder wir hatten immer das gemacht, die Pressekonferenz haben wir es immer genannt. Da haben wir Fragen gesammelt und dann zu vierten Commentary gemacht mit Solution und so. Und haben dann quasi vor den Matches immer geredet. Und dann kam der Abend des ersten Spiels. Es war ein Donnerstagabend. Das ist genau 3 Jahre her. Ich werde es niemals vergessen, weil einen Tag später hat mich Gerbs besucht. Und da kam dieser legendäre Abend. Ich kannte noch nicht mal Sonny, ich muss mich mal reinziehen. Und es waren im Stream, und das gab es damals nicht. Es war nicht so wie jetzt, wo Monte bei einem Fortnite-Stream auch mal so 50.000 Zuschauer hat. Das gab es damals nicht. Und da waren auf beiden Plattformen zusammen ca. 60.000 Zuschauer, die sich dieses kleine Competitive-Match von Team Scorpion und Team 360, vier Jungs, die noch nie auf YouTube oder so waren, das heißt, deren erste Erfahrung war, gegen uns vor 60.000 Menschen zu spielen. Das muss man sich mal reinziehen, was das aus deren Position für ein Gefühl gewesen sein muss. Das muss ja sowas von krank gewesen sein. Also das ist einfach eine der krassesten Sachen für mich gewesen. Und Zelos 1, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ey, was hatten wir da für Sachen? Wir waren abgeschrieben gegen Team Red. Wir haben das erste Stellung so aufs Maul bekommen, haben die zweite Map Suchen und Zerstören von Royal so aufs Maul bekommen, dann die dritte Map CTF aufs Maul bekommen. Wir dachten, das können wir nicht mehr holen. Dann war die vierte Map, war dann Stellung auf Slums, die haben wir dann geholt.
Dann haben wir, was war das dann? Dann haben wir CTF. Ne, erst hatten wir genau, das erste, was wir geholt haben, war die vierte Map. Das war Suchen und Zerstören auf, wie heißt die Map nochmal? Dieser, die mit dem Bahnhof in Black Ops 2. Digga, das ist eigentlich peinlich, dass mir das gerade nicht einfällt. Digga, wie heißt die Map nochmal? Egal. Auf jeden Fall auch eine kranke Sache gewesen damals. Und ja, dann einfach dieses letzte Match auf Meltdown. Wir waren so aufgeregt, das war geisteskrank. Und ja, so war das dann halt. Krasse Zeit gewesen, Zelos. Und ich hoffe, dass Zelos 3 bzw. Kronos auch richtig, richtig geil wird, Leute. Ich freue mich da extrem drauf. Ich hoffe, dass das COD die Szene mal ein bisschen mehr wiederbelebt. Und dass wir da einfach ein cooles Regelwerk bekommen und wir alle viel Spaß haben werden. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Lasst dem Video gerne ein Like da. Schreibt mir eure Gedanken zu den Zelos, vergangenen Zelos-Events in die Kommentare, ob ihr auch noch dieses Gefühl in der Brust habt oder nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Morgen ist das nächste Video dann dran. Bis dahin. Und morgen geht's um die Cup 40. Ihr habt es euch gewünscht. Ciao, ciao.